Kosti, Knochen. Der Mensch ist kein Vogel, der in den Nebel fliegen kann, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wenn ein Mensch verschwindet, warten irgendwo seine Knochen darauf, gefunden zu werden. Unter der Erde, aus unbestimmter Tiefe, schreien sie zu uns. Knochengärtner mit schwarzen Gesichtern und Augen ohne Licht pflanzen sie unbemerkt überall. Kein einsamer Ort ist vor ihnen sicher. Keine Mülldeponie, kein Felsspalt, kein Fluss, keine Wiese und kein Wald. Sie arbeiten ohne Rast, Tag und Nacht, mit Baggern, Schaufeln, um die Löcher zu graben, mit Traktoren, Autos, Pferdekutschen, Handkarren, um die Toten oder noch Lebenden den Löchern zuzuführen. Meistens aber geleiten sie die Menschen direkt zum ausgegrabenen Loch. Sie sagen: Komm, wir machen einen Spaziergang. Ihre Stimme klingt dabei bestimmend, selbstzufrieden. Ihre Lippen bewegen sich kaum. Sie sind müde, fast gelangweilt. Und während sie den Menschen zu seinem Loch führen, wird ein Knochengärtner zu dem anderen sagen: Machst du den hier alleine? Du weißt ja, wo das Loch ist. Bin den ganzen Tag auf den Beinen, kann das Messer kaum noch in der Hand halten. Der andere Knochengärtner wird verständnisvoll mit dem Kopf nicken. Ruh dich aus. Ich habe eine kalte Cola mitgebracht. Später kommt Zitzko und bringt einen Topf von zu Hause. Ich hoffe, er vergisst das Brot nicht. Der erste Knochengärtner wird sich in den Schatten unter einen Baum legen, sein Messer in das Gras stecken. Mit der gleichen Hand wird er eine Flasche Cola geräuschvoll öffnen und einen Schluck nehmen. Der Mensch, der mit dem zweiten Knochengärtner schon am Rand des Lochs steht, denkt verwundert darüber nach, wie unspektakulär das Sterben doch ist und dass das letzte Geräusch, das er wahrnehmen wird, bevor man ihn mit halb aufgeschnittener Kehle nach unten wirft, das Geräusch einer zu schnell geöffneten Colaflasche sein wird. Sein letzter Gedanke, während er auf die unten wartenden toten Körper fällt, ist: Wird man mich je finden? Meine Wahrheit je entdecken? Unten angekommen, denkt er: Ich werde schreien. Ich werde meinen Knochen das Schreien beibringen. Man wird sie hören und finden. Tief unter der Balkanerde findet man die besten Beweise dafür, wie sehr wir uns hassen, wie sehr wir auf unsere Unterschiede bestehen. Auch die Knochen werden eines Tages in bosnische, serbische und kroatische Knochen aufgeteilt. Sie werden noch Kinderknochen, heilige Knochen, unschuldige, geklaute, verlorene, falsche, gefundene, gesuchte Knochen genannt. Aber eins ist sicher: Sie werden gesucht. PS: Erzählt von einem, der es überlebt hat. 18 Jahre später. Mutter. Nach 18 Jahren der Suche habe ich zwei Knochen gefunden. Den Knochen einer Hand und den Knochen eines Beines. Mit diesen zwei Knochen habe ich aber mein Kind nicht gefunden. Ismaels Platz ist leer in meiner Seele, in meinem Herzen. Nichts kann ihn erfüllen. Es ist schwer, sich damit abzufinden, nur zwei Knochen zu begraben. Ich als Mutter habe nicht einen Sohn mit zwei Knochen geboren. Ich habe einen Kopf, Schulter, Hände, Beine geboren. Der Rest meines Kindes ist leider verschwunden. Aber ich bin nicht alleine. Alle Mütter, die ihre Kinder heute mit mir zusammen begraben, begraben zwei, drei Knochen oder nur die Hälfte ihres Kindes. Heute werde ich diese zwei Knochen begraben, werde einen Grabstein haben,
auf dem geschrieben steht, dass ich einen Sohn mit Namen Ismael hier in Srebrenica geboren habe und dass er hier in Srebrenica getötet wurde. Als ich ihn vor 18 Jahren das letzte Mal gesehen habe, als sie ihn mir weggenommen haben, habe ich nur diese Kinderaugen gesehen, die vor Angst schon gestorben waren. Mit seiner festen, jungen Stimme, der Stimme seines Vaters, schaffte er es noch, mir zu sagen: Mach dir keine Sorgen, Mama. Als sie mir jetzt sagten, dass mein Sohn gefunden und identifiziert wurde, habe ich das empfunden, als sei er eben jetzt getötet worden und nicht vor 18 Jahren. Es war wie ein Stich in meine Seele, lautes Sausen in meinem Kopf. Aber es sind leider nur zwei Knochen, sagten sie entschuldigend. Ist schon gut, sagte ich. Diese zwei Knochen geben meinem Ismael seinen Namen zurück. Jetzt können wir auch diejenigen nennen, die ihn getötet haben. Es sind nicht nur die Opfer, die einen Namen und Nachnamen haben müssen, sondern vor allem auch die Täter. Der Bruder. Sie haben sie aus dem Bus geholt. Sie war 16. 7,5% der Knochen meiner Schwester wurden gefunden. Der Rest ist leider verbrannt. Du bist alleine. Es gibt niemanden mehr, der an deine Tür klopft. Du verbringst dein Leben nach Knochen grabend. Am Ende habe ich es geschafft, auch den Kopf meines Bruders zu finden. Er war 25 Kilometer von seinem Körper entfernt. Ihm haben sie die Kehle durchgeschnitten. Von meiner Schwester, wie gesagt, 7,5%. Und das war's. Einer, der dabei war, erzählte mir, dass mein Bruder darum gebettelt habe, erschossen zu werden. Der Chetnik sagte, fast beleidigt zu ihm: Bist du verrückt? Eine Kugel kostet 3 Mark. Das ist zu teuer für dich. Er musste dann 6 Stunden in der Todesschlange warten, bis er an der Reihe war. Der Sohn. Ich suche meinen Vater seit 1992. Ein Typ hat mir einen Tipp gegeben, wer mir verraten könnte, wohin man meinen Vater geworfen hat, nachdem man ihn getötet hat. Am Sonntag, den 29. Juni 1999, kam ich dann in einen Wald, genannt Feenwald. Es war 8 Uhr abends. Nach ein paar hundert Metern kam ich an eine Mülldeponie. Dort warteten, wie verabredet, 2 Männer auf mich, VT und noch einer, den ich nicht kannte. Sie tranken Bier. Unter diesem Müll lag der Körper meines Vaters und seines Bruders, BC, also meines Onkels. Ich wühlte allein im Müll. Ganz oben lag ein Kuhkadaver, unter ihm noch mehr Müll. Ich fand die Überreste meines Vaters. VT trank weiter sein Bier und lachte. Er wisse sogar, wessen tote Kuh dort liegt. Ich grub etwa 2 Stunden lang. Es wurde bald stockdunkel. Ich grub weiter mit meiner Taschenlampe. Das Monster fragte mich, ob ich für den anderen Körper auch bezahlen würde. Immerhin seien es 2 Körper und ich hätte ja nur für einen bezahlt. Ich lehnte ab. Die 2 Körper brachte ich in 2 großen Mülltüten nach Hause. Für die sterblichen Überreste meines Vaters habe ich seinem Mörder 1.500 Euro bezahlt. In Den Haag. Ich bin sehr erleichtert, dass das Versteckspiel vorbei ist. Nicht, dass es mir schlecht ging. Ich hätte noch ewig so weitermachen können. Zitzko ist immer noch irgendwo da draußen, bei den Seinen in den Bergen versteckt. Aber man wird älter und schwächer
Man braucht Medikamente und Ärzte. Der Knast in Den Haag ist viel besser, als ich erwartet habe. Wie wir unter uns sagen, es ist sowas wie ein Altersheim. Ich bekomme alles, was ich brauche. Mein Organismus verträgt es sehr gut. Was mich ärgert, ist diese Dunkelheit hier. Das Klima ist anders als bei uns. Ich vermisse unsere Berge, Luft und Licht. Aber davon kann man nicht leben. Der Anwalt. Allein im Juni, Juli und August 1992 hat Rade S. den Muslimen in Visegrad mehr als 3000 Lebensjahre gestohlen. Er hat vergewaltigt, so viel er wollte. Er hat getötet, so viel er wollte. Er hat geplündert, so viel er wollte. Er hat gefoltert, so viel er wollte. In seinem Schlussplädoyer bezeichnete sein amerikanischer Verteidiger Jason Allered die Überlebenden, die gegen Rade S. ausgesagt hatten, als Lügner, als Verrückte, als Alkoholiker oder hysterische Personen. Rade S. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.